Hallo liebe Zuschauerinnen. Und liebe Zuschauer. Im Rahmen eines Fernsehseminars haben die Studentinnen und Studenten der Georg-August-Universität Göttingen eine bunte Mischung an Beiträgen zusammen ausgearbeitet, gefilmt und geschnitten. Der erste Beitrag handelt von einem ganz aktuellen Thema, dem Bussemesterticket. Wintersemester 2013/14 stimmten die Göttinger Studenten im Rahmen der jährlichen Uniwahlen erneut über das Bussemesterticket ab. Zum ersten Mal wurde ganz knapp mit 50,4% für das Ticket gestimmt. Das heißt, dass die Göttinger Studenten und Studentinnen ab dem Wintersemester 2014/15 nicht nur den Nahverkehr der Bahnen innerhalb Niedersachsens nutzen dürfen, sondern auch die Busse innerhalb von Göttingen. Wird sich dementsprechend das Busnetz in Göttingen grundlegend ändern? Dazu haben wir einen Mitarbeiter der GÖVB befragt. Also Oktober noch nicht, erst ab November. Da wird in Göttingen grundsätzlich ein komplett neues Liniennetz eingeführt. Das heißt, alle Bereiche von Göttingen werden sich ändern. Speziell für die Studenten für das Bussemesterticket wird es eine zusätzliche Linie geben, weil wir uns erhoffen, dadurch natürlich auch diese Anzahl von Studenten, die wir als Mehrfahrgäste dann haben, auch befördern zu können, speziell vom Uni-Bereich bis hoch oben in den Norduni-Bereich zum MPI auch unter anderem. Da wird es zusätzlich eine Buslinie geben, die nennt sich 23, die eigentlich so auch nicht geplant war, die aber aus dem Bussemesterticket finanziert wird. Und ist ja ein Solidaritätsticket, was ja jeder Student pro Semester dann dementsprechend zahlt. Und wir werden halt auch das Nachtliniennetz ausbauen, also auch verbessern, was speziell dann dementsprechend am Wochenende verkehrt. Und über die Abstimmung des Bussemestertickets, was ja jedes Jahr erfolgt, steht und fällt dann auch dementsprechend diese Entscheidung. Das heißt, wenn nächstes Jahr die Studenten sich dagegen entscheiden, dann würde die Linie 23 auch dementsprechend wieder wegfallen. Das war ein Statement der GÖVB. Nun folgen die Meinungen zweier Studenten der Georg-August-Universität Göttingen dazu. Im letzten Semester wurde über das Bussemesterticket abgestimmt. Wir haben hier JP, er ist auch Student. Wie hast du abgestimmt? Bist du für oder gegen das Bussemesterticket? Ich bin grundsätzlich für dieses wunderschöne Ticket, da ich damit immer wunderbar in meine Sauna fahren kann, in der Eiswiese. Wirst du jetzt öfter Bus fahren als vorher? Ich denke schon, jetzt wo sich das für mich mehr lohnt und sowieso in diesem Ticket mit drin ist, definitiv. Bist du dafür oder dagegen gewesen? Oder generell, was sagst du dazu? Ich bin dagegen, denn ich bin der Meinung, dass Göttingen nicht groß genug ist, um ewig mit dem Bus zu fahren. Und körperliche Ertüchtigung tut jedem gut. Außerdem meine ich auch, dass man nicht unbedingt oft genug mit dem Bus fährt. Der Fahren tut, wenn man nicht weit weg wohnt. Und das tue ich nicht. Um halt eben diese 35 Euro oder was das kostet, wieder reinzukriegen, sodass sich das einfach nicht rentiert. Nee, da einfach mein Umfeld Uni und Innenstadt ist und ich da eh nicht mit dem Bus fahren kann, meistens. Und für diese zwei Stationen brauche ich den Bus nicht. Wie die Göttinger Studenten letztendlich das Bussemesterticket annehmen werden, wird sich in den nächsten Monaten erst zeigen. Dementsprechend wird die GÖVB dann ihre Fahrpläne anpassen müssen. Bei den nächsten Uniwahlen im Januar wird dann wieder darüber abgestimmt, ob uns das Bussemesterticket auch in Zukunft erhalten bleibt. Das war doch interessant. Mal sehen, wie lange es das Bussemesterticket geben wird. Weiter geht es nun mit den Straßenmusikanten. Wir haben einige von ihnen in der Fußgängerzone besucht. Straßenmusik hat viele Gesichter. Eins davon ist Jonathan. Der 44-Jährige gibt uns einen kleinen Einblick in seinen Alltag. Wir haben uns bei den Passanten in Göttingen umgehört. Wie gefällt die Straßenmusik? Also wenn die Straßenmusik gut ist und man nicht so denkt, man muss den Leuten das Geld dafür geben, dass sie aufhören zu spielen, dann sehr gerne. Ja, ich habe auch CDs gekauft. Beides. Ich gebe sowohl Geld als auch CDs zu kaufen, weil ich das unterstütze gerne. Ich mag gerne so Solokünstler mit Gitarre, so junge Leute, die einfach singen. Oder der Typ hinter uns mit dem Klavier, das finde ich auch ganz nett. Jede
Art und Weise ist für sich oft schön. Also Trompete finde ich ganz grausig. Wie wird man Straßenmusiker? Ja, jeder kann Straßenmusiker sein. Ist nicht kompliziert, glaube ich. Ich hatte kein Geld und wollte rumreisen und habe dann eine Gitarre genommen und habe dann Straßenmusik gemacht mit Gitarre. Ich lebe davon, also ich mache das immer, es ist mein Beruf, beruflich machen. Okay, weil Sturm und Regen, dann kann ich nicht, aber eigentlich ist egal, wie es schneit oder ich muss mal warten, bis es aufhört runterzufallen und dann, wenn es liegt, dann kann man spielen wieder. Schade, dass es so schwierig für Straßenmusiker geworden ist, in der Stadt zu spielen, aufgrund des Ordnungsamtes und vieler Verbote. Weil es auch eine Belebung für die Innenstadt ist und für die Leute. Jede Stadt hat andere Regeln. Das ist Rumreise, kann man nicht immer wissen, was die aktuellen Regeln sind in jeder Stadt. Manchmal ist es kein Thema, manchmal gibt es Ärger. Man muss einfach mitnehmen. Also. Wie sieht die gesetzliche Lage tatsächlich aus? Jeder Straßenmusiker kann seine Künste anbieten. Wir haben allerdings eine Regelung, dass man an einem Ort in der Innenstadt nur 20 Minuten Straßenmusik machen darf. Dann muss der Ort verlassen werden und muss an einen weiteren Ort gegangen werden, sodass nicht ein Musiker den ganzen Tag an einer Stelle Straßenmusik macht. Sie haben es gerade angesprochen, es gibt ja mehrere Straßenmusiker. Gab es schon mal größere Probleme, auch Beschwerden von Passanten oder von Einwohnern von Göttingen? Ja, es gibt immer mal wieder Beschwerden, insbesondere von angrenzenden Geschäften. Wie jeden Abend baut Jollison sein Klavier ab. Morgen wird er es wieder an einem anderen Ort aufstellen. Der letzte Beitrag führt uns zu einem der größten Musikspektakel Göttingens. Schon zum dritten Mal lud der NDR Soundcheck in der vergangenen Woche alt und jung zum Mitfeiern ein. Ein Wochenende lang stand Göttingen im Zeichen der Musik. Zum dritten Mal gastierte der Radiosender NDR 2 mit seinem Soundcheck-Festival in der Stadt. Sowohl Newcomer als auch etablierte Künstler folgten der Einladung und boten ein abwechslungsreiches Programm. Also wir freuen uns erstmal sehr, dass wir zum dritten Mal hier wieder sein können. Das Besondere ist natürlich, dass man Newcomer in ganz kleinen Locations sieht, die irgendwann richtig steil gehen. Das bedeutet, wenn die in ein paar Jahren die großen Hallen füllen, dann können die Zuschauer hier sagen, Mensch, ich habe in der ersten Reihe gestanden, ich war noch ganz nah dabei. Und wir haben ja auf dem Albani-Platz unsere große City Stage aufgebaut. Da kommen alle Künstler auch nochmal vorbei, geben Interviews, lassen sich gerne nochmal fotografieren, spielen nochmal einen Song. Also so nah wie hier erlebt man die Künstler eigentlich sonst nirgends. Nachdem Jan Delay am Donnerstagabend das Festival in der Stadthalle eröffnete, fanden in vielen weiteren Locations wie dem Deutschen und dem Jungen Theater Konzerte statt. Eine Chance für die städtische Gastronomie, sich einzubringen. Also es wird tatsächlich von Jahr zu Jahr besser und das ist halt eine schöne Veranstaltung. Ne? Also für uns, für die Gastronomen sowieso, aber auch für die Leute. Also es wird auch gut angenommen und immer besser. Ne? Ein positiver Trend, den auch Elke Wisswedel nach 3 Jahren als NDR 2 Soundcheck Bühnenmoderatorin ausgemacht hat. Ja, ich merke tatsächlich eine Veränderung, denn das Festival hat sich hier festgesetzt in der Stadt, im positiven Sinne. Das bedeutet, die Leute wissen das jetzt schon, die kaufen sich früh genug Tickets, die kommen auch hier zu uns zur Bühne, weil sie einfach wissen, was passiert. Und im ersten Jahr war das so, dass wir, Mensch, was macht ihr denn hier? Und ach, das ist ja mehr als ein Konzert. Hätte ich das gewusst, hätte ich mir noch ein bisschen mehr Konzerttickets besorgt. Das ist in diesem Jahr schön, dass die Leute wirklich wissen, was sie erwartet und es nutzen und bei uns sind und dabei sind und einfach mit uns feiern und das freut uns sehr. Auch wenn das City Stage Gelände erst am späten Nachmittag viel Zulauf fand, hat das Festival für viele Besucher an Bedeutung dazu gewonnen. Für die Stadt ist das bombastisch. Also es ist eine tolle Chance für die jungen Künstler, die hier auftreten. Und einfach auch für die Stadt ist es ein tolles Ereignis, weil hier in der Region, finde ich, hat sowas gefehlt. Und es ist das dritte Mal und ich finde, man sieht ja auch, es kommt gut an. Viele junge Menschen hier, allein durch die Studenten schon. Und da ist so ein Festival natürlich genau das Richtige. Während internationale Acts am Abend die großen Bühnen betraten, absolvierten Künstler der Region in den Innenstadtclubs ihren eigenen Soundcheck. Die Göttinger Band Emmett Ray konnte bereits am Nachmittag einen Song auf der NDR 2 City Stage performen. Ihr späteres Konzert im Liveclub Exil gehörte ebenfalls zum NDR 2 Rahmenprogramm. What is wrong and what is right?
Es ist überregional bekannt und ich finde es eine gute Sache. Also gerade die Mischung aus ziemlich bekannten Künstlern und diesem Lokalkolorit, den wir hoffentlich auch mit beitragen, finde ich gut. Ich kann mich da eigentlich nur anschließen. Ne? Also, dass wir auch da eine Chance kriegen, da 5 Minuten für NDR 2 auf der Bühne zu stehen, ist sicherlich irgendwie auch eine tolle Sache. Vielleicht hat es ja jemand gehört. Die buchen gut, die organisieren das gut. Das ist halt schon, das ist schon ein dickes Ding. So. Also für Göttingen was Vergleichbares gibt es hier, nee, gibt's hier nicht. Spätestens in diesem Jahr konnte sich der NDR 2 Soundcheck als Göttinger Festival etablieren, das sowohl populärer Radiomusik als auch lokalen Newcomern eine Bühne bietet. Das waren die Beiträge des diesjährigen TV-Seminars. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Und damit wünschen wir euch einen guten Start in das kommende Semester.